So, weiter geht's. Kimiko ist noch im klugen Geschäft machen. Wir wollen aber hier jetzt schon mal ein bisschen vorankommen. Ich glaube, ich habe sie gerade von hinten meckern hören. Hier war auch was, ich weiß das. Ach ja, Superbombe. Ich mache das jeden. Ich glaube, jede Folge sprenge ich das da auf, aber. Rein, da komme ich da auch nicht. Ist da noch was versteckt? Nein. Achso, wir müssen ja jetzt in den anderen Bereich. Ich erinnere mich. Das ist im Prinzip kein neuer Aufnahmeblock. Wir haben jetzt zwischendurch ein bisschen World of Warcraft gespielt, rumgeknutscht und, keine Ahnung, Banken ausgeraubt, Minderheiten diskriminiert. Und jetzt wollen wir hier mal gucken, dass wir noch eine kleine Weltraumstation retten können. Denn schon, denn schon. Welche Minderheit habt ihr denn diskriminiert? Die Minderheiten mit den größten Minderheiten. Japaner. So, wo müssen wir denn nicht lang? Wir müssen da nach links, da durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass bald SAX mir über den Weg läuft. Ups, ich hab die Station. Irgendwie stelle ich mir so vor, wie man so auf die Wand zu rennt. Weltraum. Scheiße! Schiff, rette mich! Schiff kommt angeflogen. Samus in der Mitte gespalten. Ja, und das war das Ende der Aran. In welchem Bereich war das eigentlich? Nock? Nee, Ark. Jetzt kommen wir in den Eisbereich. Oh Gott, da habe ich ja richtig, richtig Bock zu. Ich hab keinen Bock auf den Boss, den Mirko beim ersten Mal gelegt hat. Wenn ich das nämlich nicht schaff, dann muss ich dieses Let's Play leider abbrechen. Aber das bedeutet, ich habe ihn beim ersten Mal geschafft, sonst würdet ihr dieses Let's Play nicht sehen. Das heißt, ich kann ihn in die Zukunft sehen. Juhu! Oh Mann, Kimiko macht das ja echt bis zum Rand voll. Also, sie müssten sich an den Datenraum erinnern können, aber ich zeige ihnen noch einmal seine Position. Ding, 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 ding. Sind die Anweisungen klar? Natürlich, machen sie auf den Weg. Dankeschön und weiter geht's. Irgendwas ist bestimmt jetzt neu. Irgendwas richtig Arschiges. Entweder ein riesiges Monster oder ein riesiger Samus oder eine riesige monströse Samus. Oder ich bin einfach falsch ab. Was ist hier links? Wow. Boah, ist der neue Schuss geil. Ach, hast du den, warte, nicht sagen, Wavebeam? Naja, diesen Streuschuss halt. Warte, du hast keine Bildschirmübertragung gemacht, du Penner. Verdammt, ich hab keine Bildschirmübertragung gemacht. Warte, ich hab Penner! Aha! Südamerika, nein. Moment, machen wir mal kurz eine Pause. Oh. Da sind wir wieder mit Bildschirmübertragung. Ich hab dir aber gesagt, dass ich jetzt kurz Essen machen will, ne? Okay, sie war eben kurz auf der Toilette und jetzt macht sie sich kurz was zu essen. Oh, ich mach mir doch nur ein Brot. Das heißt, wir sehen sie dann in einer halben Stunde wieder. Wow, riesiges Monster. Roar! Eine halbe Stunde wäre es, wenn du auf Toilette scheißen wärst. Ja, weil ich immer nebenbei lese und... Warum, was haben wir denn bloß damit? Das ist so ekelhaft. Ja und? Wobei ich zugeben muss, ich hab das, du hast ja eins meiner Mangas, was ich seit Jahren nicht gelesen habe, da liegen lassen. Und ich hab, ich denk so, ach, das habe ich ja lange nicht gesehen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, jetzt habe ich wieder Bock, das scheiß Zeug zu lesen. Oh mein Gott. Warum auch nicht? No, Mann, ey. Wie soll ich denn da rankommen? Ach, wahrscheinlich ist das die Superbombe, verdammt. Hä? Ach, da war auch eine Rakete, an die ich nicht rangekommen bin. Ja, ich sehe es, aber wie kommst du denn auf Superbombe? Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich lade ja gleich die Superbombe runter. Den Datensatz dazu. Ja, ist ja schon gut, aber wie willst du denn da trotz allem drankommen? Wenn ich die Superbombe zünde, dann wird wahrscheinlich der innerste Ring weggesprengt und kommt dann an die Rakete ran. Na, solange das hier. Das ist ja ein Wachroboter. Ja. Nightmare ist ja ein Wachroboter. Solange der Strom aktiv ist, sind auch seine Sicherheitsvorkehrungen aktiv. Deswegen greift er mich jetzt noch nicht an. Ist das gerade irgendwie mega Spoiler? Ja, und? Ich sag mal so, jetzt kommen diese Boom-Effekte nicht mehr so toll. Ach gut, ich hätte mich eh nicht erschreckt, wie gesagt. Ich kenne Nightmare ja. Ich weiß ja, wie scheiße der ist. Aber ich weiß gerade sagen, auch wie man den besiegen muss, das weiß ich noch. Den besiegt man wie ein richtig ordinärer Krieger. Schieß wie ein Bekloppter drauf, bis das Ding sich nicht mehr bewegt! Du hast ein paar, ganz wenig Gelegenheit, mal Schaden zu machen. Und die musst du auch wirklich brutalst ausnutzen. Hm. Mal sehen. Wie gesagt, ich bin kurz weg. Keine Explosion? Kein X? Oh, gar nicht? Keine Explosion. Miau, 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 miau.
Powerbomben. Halte den Ballmodus R und der drücke B. Wie ging der Ton jetzt? Hab ich ihn gleich vergessen. Scheiße, ich hab den Ton vergessen. Wie war denn das? Mö. Me. Ich hab den Ton vergessen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Verdammt, bin ich runtergeplumpst. Kriegt ihr es zusammen? Ich erinnere mich nicht mal an den Ton. Oh, okay. Oh, shit. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen, links. Oh, nein. Nein! Nein! Ich hätte speichern sollen! Ich kann immer noch speichern. Nein, ich komme nicht mehr zurück. Oh, scheiße. Was denn? Nichts! Nichts! Ich schreibe doch nicht gegen nichts. Oh mein Gott, wo war das denn noch? Jumanji. Hier ist nichts. Gar nichts. Was ist los? Nichts. Ihr schreit doch nicht wegen nichts. Doch, ich hatte gerade einen Spinnen kommen. Psst. SHX ist auf Samus-Jagd. Oh. Toll. Vor allem, was für eine Schlampe. Die kommt wieder. So eine Mistsau. Was denn? Sie kommt ins Bild, latscht raus und kommt wieder reingelaufen. Ach so, oh, du bist jetzt nicht reingegangen, oder? Ich hänge jetzt hier fest, aber sie geht gleich raus. Ich finde das so geil, aber ganz ehrlich, ich habe es so gewusst. Ich habe das, als Pascal das gespielt hat, ich habe geschworen, ich würde, ich habe, ich denke, sie kommt zurück. Was denn? Ja, sie geht, verschwindet nicht. Hä? Geh mal ein bisschen zurück. Kann ich nicht. Warte mal, ich sehe das Bild nicht. Ich wollte sagen, klar geht sie zurück. Es dauert nur. Geh mal nach vorne. Es passiert dir nichts. Geh nach vorn. Hm. Oh, wie schade. Wobei, das habe ich noch nicht erlebt. Kann es sein, dass das ein Bug ist? Nein, irgendwas muss ich machen. Nein, du musst... Du bist doch vor ihr geflohen, oder? Nein. Nee? Guck mal, ob da oben ein Loch... Genau. Ich wollte gerade sagen, ich schwöre dir, es geht weiter. Oh Gott, sie hat mich nicht gehört. Die hört dich auch nicht, das ist nicht so wild. Da ist Mirko auch an sie geraten. Ja, okay, das ist aber auch echt fies. Nein, 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 vorher. Wie denn das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also glaube ich, wenn ich die Stelle, ich habe es ja eben nicht gesehen, wenn ich die Stelle nicht verwechsel, er ist zweimal voll vor ihrer Flinte gelaufen. Ich musste so lachen, ey, ist total geil gewesen. Ne, ich glaube, ich rede auch nicht. Ich glaube, ich gehe da noch über den Lichtgang. So putzig, ey. Du nennst es putzig, ich nenn's Au! Oh. Ja, au. Ja, Mirko gehört zu einem der Let's Player, bei dem ich einfach gerne was unternehmen würde, ihm machen würde. Nur so. Der ist bestimmt ganz ordentlich drauf in der Freizeit. Mirko, wenn du das irgendwo mal sehen solltest, dann melde dich mal. Dann machen wir mal Let's Play together. Oh Gott, mit dir Posten? Oh ja. Ja, total, Mann. Scheiße, wie komme ich wieder raus? Ich finde ja immer noch, Mirko sollte Komödiant werden. Ja, das Potenzial. Und ich nicht? Nein, du bist nicht lustig. Nein. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht lustig, aber ich behaupte es ja auch nicht. Ich bin witzig! Oh mein Gott! Ich bin so witzig wie ein Zahnarztbesuch ohne Betäubung! Für einen Zahnarzt ist das sehr witzig. Das glaube ich nicht. Au! Au, 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 au! Boah, diese Turbo-Monster, Mann. Oh, dankeschön. Ich habe einen Speicherpunkt, du da, den setze ich jetzt aus. Ich glaube, ich bin schon mal von der gejagt worden da an der Stelle. Aber ich weiß auch nicht,
Man kann den dann entkommen, weil ich glaube, ich nicht hinterher rollt, weil es ist sowieso alles sowieso super scheiße knapp. Ja, normalerweise ist es so. Hä? I don't know. Okay, so können wir die großen Viecher besiegen. Das ist auch sehr interessant zu wissen. Aha. Oh Gott, das ist so scheiße, das habe ich auch noch nicht hinbekommen, glaube ich. Ist das? Das ist so kacke, das ist so kacke. Was denn? Moment. Wie scheiße ist nämlich der hier? Man muss das Ding an der richtigen Stelle einfrieren und dann darüber kommen. Das war zu weit. Nein, nein, nein! Oh, perfekt. Nein, das sind drei von den Dingern. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ah, ich komme da nicht rein. Ah. Da unten sind auch Löcher. Wie soll ich denn das anstellen? Ah, okay, da unten kann ich rein. Gut. Das sind vier! Er kann zählen! Nein, 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 nein! Oh, geschafft! Oh mein Gott, was für eine Scheiße, Mann! Oh, wie gemein, dass hier auch noch welche sind. Oh, wie scheiße ist das denn? Oh Gott, ey, bin ich stolz auf mich. Hab ich dicke... Oh, verdammt. Ah ja. Komm her, du Lebensenergie. Ich fress dich auf. Versuch's doch. Mach ich gerne. Dankeschön. Cool. Gut, da waren wir alle soweit. Dann gehen wir mal zurück und gucken uns mal an, was... unser Navigationslore zu sagen hat. Ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt. Einen Scheiß Schattenmann! Haha! Gott! Ich dachte, er ist schon schön. Er ist Ding ist größer geworden. Ich hasse den Boss einfach. Den Schatten beim ersten Mal, der hat mich eigentlich nicht so gegruselt, als bis ich wusste, was das ist. Jetzt habe ich Angst, weil ich weiß, was ist das war hier. Ah. Boom. Wow. Das ist doch ganz normale Mine. Hab den Ton vergessen. Wie war denn das noch mit den Bomben, mit den Items, Mann? Ah ja. Tja, da kann man zwar sprengen, aber man kommt doch nicht rein. Oh. Ich dachte, das Licht wäre aus, aber ich glaube, es ist immer hier so. Au. Ja. Au. Ich hasse euch alle. Was machst du da gerade mit dir? Ich esse. Dann mach ruhig weiter solche Geräusche. Das kann nur meine Daumenzahl nach oben bringen und andere Dinge. Naja. Oh Gott, ich liebe Mozzarella. Du meinst Mortadella? Mozzarella. Das ist ein Käse, oder? Ja. Gut, ich dachte, brauchst du nicht so Käse machen. Also, kehren Sie zu Ihrem Schiff zurück, Samus. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Ach, gut. Das Schiff ist kaputt. Aha. Da waren Kinder und haben da Tomaten drauf geschmissen. Das ist zu einem Spurentreffer kommen. Wir fahren mit dem... Kommen Sie zu dem Schiff. Ich muss Ihnen was zeigen. Ich habe neue Farbe gestrichen. Und dafür. Ja, ich fand Nina, sieht viel hübscher aus. Wie ging das nur? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Supersprung ging. Großes Mal, aber man kann ja sogar aus dem Stand in eine Richtung machen. Aber ich glaube, hier braucht man wirklich erst einen Dash oder so.
Oh nein. Oh doch. Das ist doch Absicht, oder? Ja, natürlich. Nein, ich meine, wieso schickt mich der Bordcomputer hier hoch und jetzt ist der Strom weg? Was für ein Zufall. Ich mache aber erstmal einen Schnitt.